So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Skylines. Wir sind wieder unterwegs hier in Springfield und wie angekündigt habe ich das Game ein bisschen laufen lassen, nachdem wir unsere Anpassungen am Verkehr etc. gemacht hatten. Lief ja zuletzt recht gut alles und ja, so auf knapp 65.000 Einwohner hat das gebracht. Geld sieht auch wieder ganz gut aus, aber jetzt geht es nicht mehr weiter. Der Trend ist dann doch eher leicht abwärts bzw. stagnierend. Von daher müssen wir dann jetzt doch wieder ein bisschen weiterbauen. Der Bedarf an Industrieflächen, der ist nach wie vor groß. Und auch der Bedarf an Industriegütern oder an Verkaufswaren in den Gewerbegebieten, der ist auch immer noch recht stark vorhanden. Na gut, das sind jetzt noch zwei, aber so in den größeren Gebieten hier oben zum Beispiel sind auch gar nicht mehr viele Gewerbeflächen oder viele Gewerbegebäude. Das heißt, da müssen wir ein bisschen nachhelfen. Da wir hier oben keinen Platz mehr haben, beziehungsweise hier erst noch eine Autobahn lang muss, bevor wir hier was wirklich gut und sinnvoll erschließen können, habe ich mir überlegt, wo wir noch irgendwie Industrie zwischenquetschen könnten, dass wir irgendwo noch ein bisschen Fläche hinkriegen. Und dabei habe ich mich für diese Ecke hier entschieden, an der Autobahn. Habe hier mit dem Terraforming-Tool ein bisschen was weggeschafft von der Erde. Da können wir auch gerade noch mal ansetzen und noch was. Das ist natürlich jetzt sehr schlecht sichtbar im Dunkeln. Aber wir können hier durchaus noch so an der Kante so ein bisschen was wegnehmen hier. Da wäre noch ein bisschen Platz. So ist nicht. So, hier nochmal dran her. So, da haben wir noch ein kleines bisschen Platz gewonnen. Ich habe hier schon mal perspektivisch so eine kleine einspurige Autobahn hingebaut und habe auch schon hier hinten entsprechend die Auf- und Abfahrt errichtet. Die ist relativ simpel, es geht nur runter und nur rauf. Hier wird nicht irgendwie links abgebogen, gewendet, was weiß ich für ein Kram. Wenn die, die hier runterkommen, nach hier hinten wollen, dann müssen sie halt einmal im Kreisel wenden. Das ist dann so. Aber wir werden hier nicht anfangen, irgendwie mit wilden Abbiegevorgängen gegen die Fahrtrichtung und was weiß ich. Das lassen wir bleiben. Also es ist eine reine Auffahrt von hier und Abfahrt nach hier. Und wer dann von der anderen Seite da dran will, der muss halt im Kreis fahren. Das ist mir erstmal relativ egal. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier die Autobahn noch dran langgebaut kriegen. Ich sehe gerade unten links, wir haben den 01.01.2091. Ja, wenn das nicht mal perfekt angehalten ist, dann weiß ich auch nicht. Ist aber tatsächlich reiner Zufall. So, da oben müssen wir hin. Gehen wir hier so um die Ecke. Den reißen wir ab. Und dann bauen wir uns jetzt hier so dran hoch. So. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das dann hier machen. Ob wir hier dann eine Straße irgendwie durchziehen oder sowas. Mal gucken, wie das am sinnvollsten wäre. Vielleicht, wenn wir irgendwie so hier dran lang bauen oder sowas. So, meinetwegen könnten wir das machen. Und dann bauen wir uns hier einfach so ein Gebiet irgendwie dran. Na komm, so und so. Noch so ein bisschen die Zwischenräume hier mitnutzen, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir können auch hier noch die ein oder andere Querverbindung mit einbauen. So geht es tatsächlich auch. Sehr schön. So, und so hätten wir ja dann zumindest halbwegs effektiv den Platz irgendwie genutzt. Noch die Autobahn damit dran kriegen, aber das kriegen wir, denke ich, auch hin. Vielleicht von hier. Ja, komm. So. Jetzt noch die Enden irgendwie schön verbinden. So. Und dann hätten wir hier
Ein kleines Industriegebiet, was hoffentlich nicht komplett hier vom Verkehr an der Kreuzung überwältigt wird. Aber das sehen wir dann gleich. Jetzt brauchen wir erstmal, bevor wir das in Betrieb nehmen, natürlich Wasser. Ohne Wasser wird hier nicht viel gehen. Gleiches gilt auch für Strom, da kümmern wir uns gleich drum. So, machen wir hier noch schön was durch. Nicht weil ich muss, aber weil ich möchte. Ihr kennt das ja. So, mit dem Wasserleitung hier eigentlich los? Wo hängen die mit dran? Die hängen hier an der Autobahn dran. Und die gehen in eine Stadt. Okay. Ah. Komisches Konzept, aber gut. Das hängt hier alles dran. Dann werden wir die Wasserleitung hier weiterbauen. Und werden uns dann da mit dranhängen. Hier irgendwie so. Zack, zack, zack. So, dann hängen wir am Wasser mit dran. Strom haben wir noch nicht. Da müssen wir dann einmal hier so ein Kabel drüber ziehen. So eine Oberleitung, da gucken wir gleich. Und jetzt erwartete ich schon hier Gebäude, da habe ich noch gar keine ausgewiesen. Das kann natürlich nicht funktionieren. Ja, gucken mal, da sollten jetzt gleich ja idealerweise zwei Gebäude spawnen. Und dann gucken wir mal, wie wir die einen Strom kriegen. Aber dafür müsste erstmal was auftauchen. Ist hier hinten alles voll? Ja, hier ist alles voll mittlerweile. Ja, man lässt sich hier noch ein bisschen Zeit. Nee, jetzt. Okay, jetzt läuft das. So. Irgendwie drüber. Ja. Autobahnen sind etwas dicht aneinander. Weil wir hier zumindest da in die Richtung rüberkommen. So. Ach komm, irgendwie müssen wir doch hier rüberkommen. Hier kommen wir rüber, aber hier können wir uns nicht verbinden. Ach Leute. Das ist wieder alles. Ach, ist gar nicht so schwierig. So einfach kann es sein. Okay, ich nehme alles zurück. Ist gar nicht schwierig. Ist total einfach. So, das bauen wir dann da so an die Ecke dran. Und schon haben wir Strom. Sehr schön. Wie sieht es mülltechnisch aus? Da könnte es ein klein wenig besser sein. Haben wir noch Platz hier für mehr Müllverbrennungsanlagen? Hashtag gut für die Umwelt. Hier hätten wir noch Platz. Da bräuchten wir auch noch mehr Strom. Könnten wir noch ein paar Windräder hier aufstellen natürlich. Hier hatten wir ja die Geothermie-Kraftwerke hingesetzt und hier hatten wir die Aufwind-Solartürme. Wir könnten mittlerweile sogar ein Kernkraftwerk hinstellen, ist auch gar nicht mal so groß. Hier wollt uns 640 Megawatt, ja, stark. Oder halt das Ding hier. Aber weiß auch nicht, ob wir so ein Kernkraftwerk uns mal gönnen wollen. Kostet natürlich ein bisschen was in der Anschaffung, aber geben natürlich einen ganzen Haufen Energie. Na, dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ob wir noch von den Türmchen welche damit zustellen oder ein paar Windräder. Für Windräder haben wir ja noch Platz. Die liefern zwar nicht ganz so viel Strom im Vergleich zu anderen Anlagen, die wir so haben. Aber dann ist zumindest dieser Hügel hier mal voll bebaut. Hier ist ja noch ordentlich Platz drauf. Ja, da ist mir keins mehr zwischen, aber ist schon in Ordnung. Ja, und die Ecke hier unten, die machen wir jetzt auch noch voll. So, und da kriegen wir noch eins mit hin. Hier so an der Ecke kriegen wir noch eins. Na komm. Ah, Gefälle, okay, aber da kriegen wir eins hin. Da kriegen wir noch eins hin. Da kriegen wir auch noch eins hin. Na komm, jawohl. So, hier vor die Spitze noch einen. Auf die K
Kante noch einen. Ja, hier vorne kriegen wir es hin. Ja, und das war's. Hier in Eck kriegen wir keins mehr rein. Aber unsere Windkraftflotte, die steht. Wir haben mehr Strom als vorher. Also alles richtig gemacht. So, die beiden, drei Firmen, die wir hier haben wollten, die stehen. Das heißt, wir können jetzt hier weitermachen, können die Gebiete freigeben. Und dann sollten hier jetzt gleich entsprechend Unternehmen einziehen und gegründet werden. Hier läuft der Verkehr noch nach wie vor ziemlich gut. Das freut mich. Auch wenn es sich hier oben langsam immer mehr zurückstaut, aber das war in gewisser Weise zu erwarten. Die Werbeflächen sind noch ohne Ende frei. Da sollte eigentlich kein Bedarf entstehen in Kürze. Wenn dann hoffentlich an Wohngebieten, dass wir hier schön weitermachen können. Das wäre natürlich ideal. Der Industriebedarf auf jeden Fall, der geht zurück. So wie erwartet. Und wenn wir das hier dann haben, können wir hier auch schön weiter planen. Ja, wir müssten uns bald echt mal Richtung Strand hier vorwagen oder halt irgendwie anderweitig unser Abwasser mal entsorgen. Weil dass wir das hier so ungefiltert in den Fluss kippen, das kann es natürlich nicht sein. Und da müssen wir auf jeden Fall uns noch was überlegen, was wir damit machen. So, der Gewerbe, Quatsch, der Industriebedarf sinkt. Der sinkt so langsam vor sich hin. Dann sollte gleich hoffentlich ein anderer Bedarf überhand nehmen. Ja, hier mangelt es noch an Verkäufern, an Käufern für die Produkte. Wir müssen halt auch mal sowas wie einen, hoppala, den Güterbahnhof uns gönnen. Hier wäre Platz, aber ist natürlich die Autobahnanbindung denkbar schlecht, weil hier schon sehr viel Autobahnauf- und Abfahrten sind. Wäre ungünstig, da einen Güterbahnhof hinzuknallen. Da hat, glaube ich, keiner was von. Wobei ich ja auch nach wie vor überlege, ob wir nicht von hier aus irgendwie einen Kanal bauen könnten. Hier unten so in der Stadt lang. Und dann lassen wir hier irgendwie Schiffe den Fluss hoch und runter fahren. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Cargo-Schiffe sind. Wahrscheinlich kriegen wir nicht durch so einen Kanal durch, aber generell die Waren per Schiff verschicken, das fände ich schon cool. Boah, guckt euch diese braune Plörre hier an. Das ganze Meer haben wir versifft, schon bis hier hinten hin. Also da geht keiner mehr surfen. Das kann ich euch versprechen. So, was ist hier? Nicht genug Verkaufswaren. Ja. Verkaufswaren sind hier auf der Straße, die kommen hier per LKW, aber halt nicht schnell genug, weil wir hier die Autobahn nicht weiterbauen können. Tja, Freunde, ihr erkennt das Problem. So, hier gibt es dann noch mehr Industriefläche dabei. Und dann könnten wir mal gucken, ob wir eigentlich unsere Straße hier im gleichen Winkel fortführen könnten. Oder ob wir dann da gleich irgendwie kollidieren. 66 Grad Winkel haben wir da. Ja, das wird dann tatsächlich nicht funktionieren. Wobei es zumindest gut wäre, wenn wir bis zu dieser Straße kämen. Dafür müssten wir dann hier nochmal mit dem Move-It-Tool vielleicht ein bisschen ran. Und hier an der Straße nochmal so ein bisschen rumschieben. So. Schieben wir einfach ein bisschen näher ran. Fällt doch gar nicht auf. So. Ja, jetzt geht es noch mal ein bisschen ein kleines Stück weiter, damit wir hier. Ah, jetzt geht das wieder nicht. Gut, dann ziehen wir das halt noch ein Stück weiter hoch. Ich würde gerne den Winkel wirklich hundertprozentig da treffen. Und daher schieben wir jetzt hier noch ein bisschen rum. Schön machen wir es dann gleich. So. So. Das wollte ich. Dann passt nämlich der Winkel auch entsprechend. So, das ist jetzt ein bisschen hässlich, aber das schieben wir später zurück. Kümmere ich mich dann wahrscheinlich offscreen drum. Oh, jetzt wird langsam der Rückstau hier ein bisschen groß.
das nicht ganz so gut. Es fließt hier unten halt schon, aber scheinbar nicht genug. Da kann man bei der Ampel nicht noch mehr rumfuschen hier. Sonst haben wir da bald gar keine Grünphase mehr. Gucken, wie es mit der Ampel hier läuft. Ich werde mal gerade die Ampel selber übernehmen hier und werde die mal auf Dauer grün schalten. Vielleicht bringt das uns ein bisschen weiter. Aber der Rückstau ist natürlich erstmal da. Aber unser Industriebedarf, der ist jetzt wieder größtenteils gedeckt. Das ist schon mal gut. Der Verkehr hier fließt jetzt halbwegs. Könnte uns vielleicht was bringen, dass wir da jetzt Dauergrün haben. Weil es hier hinten halt auch noch fließt, ne? Hier oben fließt es auch. Hoffen wir mal, dass was bringt. Ansonsten müssen wir uns echt irgendwie in den Güterbahnhof noch hier reinzaubern spontan. Das könnte natürlich schwierig werden. Außer wir brauchen hier unten irgendwo hin. Es ist ja hier sowieso eine Auf- und Abfahrt frei geworden. Das könnte klappen. Die Idee sollten wir vielleicht mal verfolgen. Hier liegen ja auch Gleise tatsächlich. Bei uns das nur was bringt für die Güter, die wir hier nicht verkauft kriegen. Das bringt uns natürlich für die Güter, die in der Stadt fehlen, relativ wenig. Ja, eigentlich wäre der Anlass, dass wir halt die Autobahn fertig kriegen, ne? Aber dafür brauchen wir 75.000 Leute, da kommen wir nicht drum rum. Das ist halt nun mal so. Wobei es jetzt hier auch schon wieder fließt. Also scheint nur ein temporäres Problem gewesen zu sein, was wir da hatten. Ja, an unsere Bevölkerung. Ich steige momentan nicht gerade, muss ich sagen. Ist eher wieder um 1000 Mann zurückgegangen, seit wir hier angefangen haben. Jetzt geht es wieder ein bisschen hoch, jetzt wieder runter. Also die Sterblichkeitsquote scheint aktuell doch etwas höher zu liegen. Das passiert natürlich schon mal hin und wieder. Wenn man dann größere Blöcke baut, auf einmal in der Stadt, dann werden die alle zeitgleich bevölkert und dann fangen die Leute auch relativ zeitgleich das Sterben irgendwann an. Und das könnte uns hier gerade ereilen, das Problem. Dass einfach die Leute so ein bisschen gerade wegsterben. Weil halt zuletzt, wobei, was haben wir groß gebaut? Das hier, ne? Aber weiß ich nicht, ob das jetzt ausschlaggebend dafür sein kann. Könnten gerade mal was versuchen, um hier temporär vielleicht für einen kleinen Moment was zu bewirken. Wir stellen mal Schritt 2 der Ampel einfach auf 150 Sekunden. Stellen die auf Anfang, gehen dann in den manuellen Betrieb über, stellen die auf Dauergrün, dann kriegen wir einmal richtig Verkehr hier weg. Vielleicht könnte uns das weiterbringen, wenn wir einmal so einen richtigen Schwung, wirklich 2 Minuten lang hier Verkehr abgeleitet kriegen, dann sollten wir auf jeden Fall unsere Gewerbegebiete hier ein bisschen versorgt kriegen und hoffentlich auch ordentlich Fahrzeuge aus dem Rückstau nehmen. Zumindest theoretisch. Wir nehmen die Ampel mal gerade weg. Denn die sorgt dafür, dass nicht genug Verkehr nachfließt. Das ist natürlich nicht so gut. So, jetzt aber. Jetzt kann das hier alles schön durchfließen. Direkt auf der Autobahn drauf. Einmal hier richtig jetzt Fahrzeuge wegfahren. Und dann sollten wir hoffentlich gleich die Gewerbegebiete halbwegs glücklich haben. Ja, hier oben sterben aktuell recht viele, wie es scheint.
Dann sollte man die Gewerbegebiete bald einmal halbwegs glücklich haben und den Rückstau etwas beseitigt haben und dann geht es hoffentlich schon wieder alles besser. Aber jetzt stehen wir wieder. Warum stehen wir? Weil hier ein Depp die Spur wechseln will. Der wird gelöscht. Der wird gelöscht. So, hier wieder grün und weiter geht's. Alle Mann auf die Autobahn. Ja, fließt ab. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das Triebbedarf ist aktuell auch gedeckt, aber es sterben weiterhin die Leute weg. So, 15 Sekunden sind um. Wir stellen die Ampel wieder zurück hier. Wieder auf die 15 Sekunden. Und lassen die ihren ganz normalen Weg gehen. Und auch die Ampel hier packen wir da wieder hin hier unten. Nein, keine zeitgesteuerte, aber eine normale. So, und dann haben wir jetzt hoffentlich erstmal Rückstau ein gutes Stück beseitigt. Da gucken wir gerade in die Stadtstatistiken rein. Wir gucken uns hier Sterbe- und Geburtenrate an. Ja, die Geburtenrate geht aktuell stark zurück. Wie es hier aussieht, ist natürlich nicht so gut. Sterberate ist dann doch eher konstant. Natürlich können wir die Abwanderung nicht so wirklich gut sehen. Ein kleinen Knick nach unten macht es halt aktuell schon. Das ist klar. Wir könnten natürlich noch ein bisschen Gebiet hier mit beigeben. Vielleicht lockt das nochmal ein, zwei Häuser mit an. Beziehungsweise ein, zwei Eigentümer, die da was bauen wollen. Vielleicht kriegen wir so noch mal ein paar Mann in der Stadt rein. Industriebedarf ist auch wieder ein bisschen da. Geben wir dann weiter frei hier. Und dann sollte das laufen. Aber die Gebäude werden hier auch noch keine neuen gebaut. Also das scheint das Rätsel nicht zu lösen. Naja, es bleibt uns nur abzuwarten und hoffen, dass die Bevölkerung sich dann bald wieder zum Positiven verändert. Wie sieht es mit Krematorien aktuell aus? Ah, hier oben sind viele Tote, aber warum holen die keine ab? Wo sind die ganzen Leichenwagen? 6 von 9 im Einsatz. Was haben wir hier? 3 von 9. Seiner Kapazität kann es ja nicht liegen. Die Wagen sind ja da. Was ist überhaupt hier für Verkehr? Wahrscheinlich stehen die hier im Stau, die hier rein wollen. Was ist das denn hier komisches? Was ist denn hier los? Haben wir da eine Zeitsteuerung drauf? Ja, haben wir. Aber da kommen nicht viele durch, weil es sich hier staut. Und da ist die grüne Phase von links, aber sogar schon 15 Sekunden. Wir stellen ihn mal auf 20 hoch. Damit wir mal da eben was wegkriegen. Hier springen wir nochmal auf Phase 1. So, und jetzt sollte es sich gleich schon ein bisschen bessern hier. Wo wollen die auch überhaupt alle hin? Aber die scheinen hier echt zu wohnen. Die wollen einfach alle rein. Ich hatte jetzt befürchtet, dass hier Durchgangsverkehr oder so herrscht, aber die wollen echt wirklich alle hier rein. Okay. Na gut. Dann sollte das das Verkehrsproblem ja jetzt eigentlich lösen. So, was ist mit denen hier? Wo wollen die jetzt hin? Doch, die wollen tatsächlich durch. Ja, er wieder nicht? Okay. Also Durchgangsverkehr scheint hier kein so großes Problem zu sein, tatsächlich. Hier ist irgendwie nicht so cool. Hier ist aber auch keine Zeitsteuerung drauf. Mach mal gerade manuell grün hier.
Die fahren auch. Ach, weil da oben, ja klar. Ja klar, das erklärt es natürlich. Aber das sollte jetzt ja hoffentlich laufen hier. Sieht ja erstmal gut aus. Jubilee, be reasonable or be fast. Könnten hier die Fahrspurverbinder noch ein bisschen länger ziehen? So. Vielleicht klappt das dann schon ein bisschen besser. It's a tale about opening your heart, finding acceptance. Ich glaube, wir haben es gelöst. Ist hier oben eine Zeitsteuerung drauf? Nein. Wir machen mal hier links grün und lassen die mal runterfahren. Damit wir einmal diesen Rückstau jetzt hier behoben kriegen. Ja, schaut doch gut aus. Listening to Cities Radio, the best music from around the globe. Hier stehen viele Leichenwagen im Stau. Vielleicht liegt es daran, dass da oben so viel los ist. Weil die Grünphase hier auf jeden Fall lang genug ist. Das Problem ist, dass es hier nicht weitergeht. Das ändern wir mal alles auf 15 und dann sollte es hoffentlich da ein bisschen schneller vorangehen. Es gibt noch mal direkt auf die erste Grünphase. Noch mal Fahrzeuge rüberkriegen jetzt. Und dann sollte das auch hoffentlich gleich besser sein. Ja, hier fließt auch schon Verkehr nach. Sehr gut. Aber scheint mir, dass der Verkehr von rechts etwas zu kurz kommt. Weil der hat hier für diesen Stau sorgt, natürlich. Ist die Ampelphase hier designt? 10 Sekunden der Verkehr von unten. Okay, das scheint auch ein bisschen wenig. Wir werden da mal auf 15 hochgehen. Und werden auch das jetzt gleich nochmal hier laufen lassen. Die Ampelphase, das war einmal den Rückstau, einmal die Leichenwagen hier rauskriegen. Dass die hier ihrem Dienst nachgehen können. Viele fahren ja eh rechts oder geradeaus. Also der Verkehr nach links hält sich hier auch in Grenzen. Was ist hier für ein wildes Spurgewechsel? Das ist ja gruselig. Und bremsen die da alle. So, einmal noch, dann sollten wir das hier erstmal gelöst haben. Ja, hier stoppt es jetzt natürlich schon wieder. Und jetzt läuft es aber schon wieder. Sehr gut. Jetzt gleich hier wieder grün wird, hoffentlich zeitnah. Ah, jetzt 4 Sekunden haben wir noch. Gut, so ein paar Autos kriegen wir noch rüber, aber leider nicht so viel wie erhofft. Aber gut, hier sieht es jetzt schon mal wieder besser aus. Hier muss natürlich der Stau sich so ein bisschen wieder noch abbauen, aber das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Ich bin da optimistisch gestimmt. Auch die Toten hier wurden auch abgeholt. Geben noch mal hier das Industriegebiet zu Ende frei. Einmal das Ganze, was wir jetzt haben. So. Leichter Wohnbedarf war auch gerade schon da. Hier werden auch schon Häuser gebaut. Sehr schön. Damit sollte unsere Bevölkerungszahl dann langsam wieder ein bisschen steigen. Ja, hier fließt es immer noch. Rückstau ist auch da, wird auch wieder länger. Ja, also wir brauchen dringend 75.000 Mann, wir brauchen dringend die Autobahn hier. Das können wir, glaube ich, mit Gewissheit sagen. Mit ziemlicher Gewissheit. Vor allem, um hier auch die Gebäude zu versorgen. Naja,
Für die heutige Folge soll es das dennoch wieder gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei wärt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen auf diesem Video da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin, ich bin euer Paramon vom Team React.